In badminton, you can't always choose the surface you play on. Courts are often hard, worn, damaged, or even slippery. The lines from other games are often still visible. Diadem, a company in Hungary, has developed a solution to this problem that not only provides a better surface, but helps to improve the gameplay. Their mobile badminton court is quick to install, easy to store, and can be used time after time. Peter Csizmadia, Diadem's director, takes time out from a national league game in Rosenheim, Germany, to explain. Először is a mi pályáink egy speciális anyagból készülnek, tehát nem tele PVC-ből vannak, hanem csak egy nagyon vékony réteg PVC a teteje, és alatta pedig szivacs van, ami rugalmas, tehát sokkal jobban felveszi az abszorciós mozgásokat. A játékosok nagyon szeretik, hogy el tud egy kicsit mozdulni az alsó réteg a felső rétegen. Ez az egyik nagy előnye, tehát nagyon-nagyon testbarát, sportbarát a pálya. Manfred Ernst has been training badminton players up to national level for 25 years. He believes these portable mats are a practical and cost-effective solution that helps get the best out of the players. Es ist eigentlich für Top-Leute Pflicht, auch auf Matten zu trainieren oder ihre Bundesliga-Kämpfe zu bestreiten. Ab einem Level wird nur auf Quarz gespielt. Bei einem normalen Hallenboden ohne Matten kann sein, dass er staubig ist oder auch zu glatt, zu schlecht gepflegt. Es war insofern für uns dann praktisch, weil wir konnten bei ihm vierteilige Quarz kaufen. Die konnten wir gut lagern in der Halle. Wir schaffen es hier, zwei komplette Courts mit allem drumherum, mit Netzen und eine Top-Ausstattung für die Bundesliga, in 2 Stunden maximal, mit 2 Leuten. Das ist mit unserem Court sehr leicht, weil 2 Männer, 2 Jungs auch können den leicht transportieren. As well as being easy to install, the mats absorb impact better than hard floors and offer better grip, which helps to reduce injuries and can improve gameplay. Some players from the German National League match between Rosenheim and Berlin explain what they think of the mats. Paulien van Doremalen is a full-time badminton player from the Netherlands who's aiming to qualify for the Olympics. Dat voelt gewoon heel fijn aan. Normaal de vloer is normaal gesproken van een hal best wel glad en die banen die hier nu neergelegd zijn, die zijn gewoon super goed voor ons. Ze zijn niet glad. Former professional badminton player Kenneth Jonathan used to represent Denmark in international competitions. Now he's a national coach in England. The mobile courts, they are extremely good to play on. The grip is a lot better. You can see the lines and even though they are very different, it still feels very comfortable for us to play on them, and it feels like a professional setup when you play on these mats. Also man sieht in der Halle ganz viele Linien und die sind einfach auf so einer Matte dann nicht. Bei manchen Matten rutscht man leicht, ja, das heißt die Spieler sind dann ein bisschen verletzungsgefährdet und es ist auch, sie können nicht so befreit spielen, als wenn sie genau wissen, sie haben einen guten Grip. Ich denke, das Wichtigste ist, dass man sehr gute Haftung hat. Am Stützpunkt in Mülheim haben wir auch diese mobilen Courts und wir sind sehr zufrieden. Diese Matten von Diadem bekommen haben, ich bin sehr zufrieden damit. Es macht richtig Spaß, darauf zu spielen. Each full court comes in 4 sections. These are stored on mobile trolleys, which take up very little space and can be moved easily by 1 person. It takes just 2 people to set up each court. Position them where you want on the floor of the sports center. Line up the sections. Check that there are no trapped air pockets. And then fix a single line of adhesive tape down the center of the court to anchor it.
The diadem system includes a special tape roller, like a snow plow, to lay the double-sided tape exactly between the center two sections. So normally we start in the middle, so put it like this and then like this. Then we are able to adjust it easier. The outside sections don't need to be fixed to the floor. They use single-sided tape to attach them to the center sections and make sure that they stay securely in place. Ich habe keine Schulung gemacht. Ich habe es gesehen, wie andere Quads aufgebaut werden. Wir haben hier aber nicht geprobt mit Peter Cismadia zusammen den besten Weg und haben uns einfach Erfahrung angeeignet, wie jeder Handwerker. It's not just the players who like these mats. They can also help to generate extra revenue for the event organizers. Peter Cismadia again. Ez egy marketinges előny, hogy a pályáinkhoz adunk egy ilyen úgynevezett reklámfület. A reklámfülnek az a célja, hogy organikusan hozzá lehet tenni a pályához. Ez egy különleges bevételi forrás azoknak, akik a versenyeket szervezik. Sie sich auch verwirklichen können, wo wir ihnen eine Fläche anbieten können, die sie für ihre Werbung benutzen können. Die Werbelaschen sind etwas Neues. Ich kenne keine andere Firma, die Cords auflegt, wo Werbelaschen eine Rolle spielen. Ich denke, dass die Wirksamkeit sehr hoch ist, weil es ist etwas, was zentral auf dem Hallenboden liegt. Jeder Zuschauer schaut genau dahin. And that's it. When the competition's over, you can take up the mats again and the tape with no damage to the floor and store them away until next time. The mats provide an instant, professional quality surface for players at all levels, where you want it, when you want it. They're easy and portable. Ja, ich hatte Vertrauen in sein Produkt. Wir haben es getestet, es hat funktioniert und wir sind jetzt seit 4 oder 5 Jahren jetzt auf diesen Matten. Alle sind zufrieden hier mit der Qualität der Matte. Ich kann sie auf jeden Fall empfehlen. Ich würde es weiterempfehlen. Ja, ich finde es echt super fein. Ja. To summarize the key advantages, the mat absorbs impact well. It provides better grip, the lines are clear and easy to see, it's easy and quick to install, it's portable and durable, it's easy to store, there's no damage to the permanent court underneath, and it offers the opportunity to generate advertising income. If you'd like to find out more about Diadem's mobile badminton courts, just drop an email to diadem@badmintoncourt.de.